Hallo Outdoor-Freunde, heute will ich ein Wasserfahrzeug bauen, und zwar ein kleines Mini-Kajak. Das, naja, wird interessant, habe ich noch nicht gemacht. Hier mit so einer Baumarktplane, Gerüst. Also die Variante habe ich noch nicht probiert. Habe zwei andere gemacht, die waren gut. Da kommt vielleicht noch ein Paddel dazu, muss ich mal sehen. Ja, das mache ich hier mit solchen Holzstangen. Und jetzt baue ich erstmal das Gerüst, und wenn ihr wollt, seid ihr mit dabei. Bis gleich. So, als erstes habe ich mir solche Häken geschnitzt mit so einer Astgabel um dran, und damit kann ich das dann fixieren. Vielleicht brauche ich noch ein, zwei mehr, mal schauen. So. Das erste wird sein, dass ich mir zwei Kreise, eins, zwei, auslege mit so einem, mit solchen Stöcken. Gar nicht so einfach, als der Kreis steht. So, das sind jetzt die beiden Kreise übereinander gelegt. Das ist der untere und hier ist der obere. Ja, so ein bisschen fixiert hier mit den Stöcken. So, etwas in Form gebracht. Das wird sich dann bestimmt beim Rausnehmen wieder entspannen. Aber na, mal sehen. Jetzt mache ich das erstmal hier fest mit Schnur, damit das alles ineinander hält. Und dann kommen die ersten zwei Bögen drauf. So, die ersten Streben sind jetzt drin. Das ist jetzt mal so ungefähr der Grundkörper, die Grundform. Na, ihr müsst euch das jetzt nochmal umgedreht vorstellen. Ja. Praktisch eine lange Nussschale. Und da in der Mitte ist der Einstieg. So. Wie ihr es sehen könnt, ich habe jetzt hier noch einen langen reingezogen. So, das ist jetzt der zweite, der wird jetzt noch festgebunden, wie der erste. Und dann ist das hier das Grundgerüst. So Leute, bis hierhin bin ich gekommen. Schnur ist alle. Heute ist Sonntag, ich habe keine Lust mehr. Jetzt sehen wir, der Grundkörper sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ist besser geworden, wie ich gedacht habe. Ich habe die vierte Stange jetzt festgemacht. Grundgerüst wäre jetzt soweit fertig. Im Prinzip braucht es nicht mehr. Aber da ich hier noch vier Stangen habe und ich immer so ein bisschen auf Nummer sicher gehe, flechte ich da jetzt noch was rein. Da in der Mitte kommt noch einer rein, weil da sitze ich dann in der Mitte, und naja, kann ja nicht schaden, wenn noch einer mehr drin ist. So lässt sich zwar einfach ertragen, ist aber sicherer, wenn noch einer mehr drin ist. Das habe ich jetzt hier festgeklemmt, den Stock. Jetzt kann ich es nicht mehr weg, und jetzt kann ich das erstmal hier anbinden. Und, oder erstmal hinten vielleicht sogar. Mal schauen. Damit ich euch nicht mit den Details hier langweile, wie ich hier schön einen Knoten nach anderen mache, mache ich jetzt erstmal aus, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt die ganzen Verankerungen rausgemacht, die Häken. Jetzt hier rum.
schon mal so eine leichte Form erkennen hier. Also alle Punkte sind jetzt miteinander verschnürt. Und jetzt ziehe ich das Ganze mal raus und guck mal, ob das hält, ob die Form bestehen bleibt. So, so sieht es jetzt aus. Ziemlich cool. Die Form bleibt erstmal so, das ist schon mal schön. Die Ringe halten auch. Das ist noch ein bisschen instabil alles. So, und jetzt kappe ich hier die Dinger, damit ich erstmal, dann komme ich hier besser rein, sonst spieße ich mich noch auf mit den ganzen Sachen. So, ich habe jetzt hier mal noch eine Verstrebung reingemacht, dann kann ich das hier nämlich noch mal festmachen und insgesamt wird es noch mal stabiler. Jetzt mache ich hier drüben, das habe ich jetzt festgemacht, wird jetzt da noch festgemacht und dann in der Mitte noch mal. Hey Leute, so jetzt kann ich endlich wieder weiterbauen. Jetzt, heute ist der 31. März. Irgendwie kam jetzt gerade ein bisschen der Winter dazwischen und jetzt schauen wir mal weiter. Ich habe hier so ein paar Weidenruten. Die schneide ich mir jetzt hier auf Länge mit so einer kleinen Säge und die lege ich hier noch als Boden rein. Die muss ich dann noch ein bisschen verschnüren. Damit das nicht ganz so schwer wird. Vielleicht mache ich hier oben noch ein, zwei Streben rein, mal sehen. So, drei Seiten habe ich jetzt verschnürt. Ich lege das immer dreimal rum. Dann unten rum. Dann wieder drei. Dann wieder unten rum, dann wieder drei. Dann wieder unten rum, dass das schön zusammenhält. Das ist praktisch meine Steh- oder Sitzfläche. So, da ich mich mit dem Boot ja auch fortbewegen muss, jetzt brauche ich auch noch ein Paddel und dazu habe ich jetzt hier so einen Stock, der ist schon ganz trocken, ganz leicht. Und den präpariere ich mir jetzt, dass ich da draußen ein Paddel bekomme. Ich mache das folgendermaßen. Ich flache den hier ein bisschen ab, rechts und links, bohre ein Loch rein, dann kommt hier ein Stock durch und den verflechte ich dann einfach. So, jetzt haben wir hier schon ein Loch drin. Das klemmt ordentlich. Das ist sehr gut. Nochmal, jetzt lege ich das hier einfach auf der Mauer auf.
hier rechts und links, da können die nicht mehr weg. Hier habe ich noch mal ein bisschen Lindenzeug gefunden von meinem Korb. Und jetzt probiere ich das noch mal so. So, könnt ihr mal kurz sehen. Jetzt kann man das auch schon hier so wegnehmen. Das hält jetzt, es geht nicht mehr auseinander. Ja, sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt kann ich hier schön weitermachen. So, das Ergebnis zeige ich euch dann. So. Das Paddel ist fertig. Drüben wird gerade gebaut. Das Paddel ist jetzt fertig. Ja, das ist jetzt nicht besonders schön, aber es erfüllt den Zweck wahrscheinlich. Bin gespannt. Boot ist drin. Ich wollte es eigentlich hier oben über den Berg tragen, aber das ist mir heute einfach zu warm. Schwer ist es ja nicht. Und jetzt habe ich es vorne festgebunden. Schauen wir mal. Ich bin jetzt hier angekommen am Albersdorfer Stausee. Ich habe mir hier zwei Planen ausgebreitet. Theoretisch reicht eine. Ich mache das jetzt nur zur Stabilität. Falls doch mal irgendwo ein Loch reinkommt. So, und jetzt kommt hier Gras drauf. Damit es nicht direkt hier scheuert an der Außenseite. Und dann stelle ich das Boot hier drauf und ziehe das außenrum zusammen. Ich habe hier das Gras draufgelegt. Hier vorne wurde gemäht. Das passt gerade ganz gut. Und jetzt, mein Gott, ich habe kein Stativ mit. Ich stelle jetzt erstmal das Boot drauf. Jetzt wird das hier außen alles zugeklappt, verschnürt und dann sehen wir weiter. So, jetzt habe ich das hinten hochgeklappt. Ich dachte, wenn ich umkippe, dann ist es so warm draußen. Bin ich schon mal nass. So, wollen wir doch mal sehen, was da passiert. Hm? Das Baumarktplanboot. Guck, hier habe ich Baumrinder eingeflochten. Cool. So, jetzt darf ich nur nicht umkippen mit dem Ding. Ah, geht's? Ja. Guck mal, wenn ihr wollt, könnt ihr mal die Kamera nehmen. Und dann könnt ihr mal. Die läuft gerade. Und dann hältst du einfach auf mich drauf. Ja, guckst du durch, da ist hinten ein Bild drauf. Genau, und jetzt filmst du. Ja, genau. Einfach so halten. Er funktioniert. Paddel. Das wäre witzig. Schon ganz weit weg, gell, Finja? Finja, komm mal her. Da kannst du mal sehen, wie weit er weg schon das gepaddelt ist. Guck mal. Cool, gell? Oh, ich seh den. Ich seh den. Wenn ich dann da bin, kannst du wieder ausmachen.
Oder lässt einfach laufen. Ja. Okay, warte, ich weiß, wo die ausgeht. Hier geht die aus. Die geht hier aus. Die geht ganz genau hier aus. Oder? Ja, die geht aus. Oder wo gehen die aus? Ach, hier. Hier. Loch nicht aus. Der. Ja. Das funktioniert super. Geht die aus, wo die rote Kamera ist? Was? Geht die aus, wo die rote Kamera drauf ist, die kleine? Ja. Ach, da geht's aus. Gut. Jetzt weiß ich, wie es ausgeht. Blinkt's noch? Ja. Gut. Blinkt noch. Warte, warte, bis ich raus bin. Oh, das ist echt cool, das Boot. Wie hast du das gebaut? Zeige ich euch gleich. Kann ich ausmachen? Ja, Leute, bin jetzt wieder zu Hause. Was abschließend zu sagen wäre, oder was abschließend zu sagen ist, das Ding hat super funktioniert. Ich bin total begeistert. Ich lasse das jetzt so. Ich kann immer wieder Folien rumwickeln und das benutzen. Bei so einem Kajak braucht man einfach ein Doppelpaddel. Rechts und links, dass man das... Und nicht immer eine Seite und dann die andere Seite... Das muss rechts, links, rechts, links, rechts, links. Dann fährt das Ding auch geradeaus ordentlich. Ansonsten, Top-Sache, cool. Vielleicht baut es jemand nach, würde mich freuen. Macht's gut, euer Rocco. Tschüss.